Martinle-Sieger hier in Heilbronn heute. Glücklich, brauche ich nicht danach fragen, sieht man. Das war der dritte Sieg in Heilbronn. Was ist das Schönste? Ja, ich glaube, dass der letzte natürlich immer irgendwie der Schönste ist. Ja. Es hat ja auch wieder ein bisschen gedauert, bis ich dann das nächste Rennen nach dem zweiten gewinnen konnte. Deswegen schon sehr schön. Ja. War ja jetzt auch der erste Saisonsieg. Zweiter Samorin, zweiter St. George. Da ist es ja ein schönes Zeichen für die Form. Ich habe noch so ein ganz kleines Vorbereitungsrennen gewonnen, aber auf jeden Fall der erste richtige, wichtige Sieg. Ja. Und den kann man auch gar nicht gering schätzen, weil einfach ich weiß, wie fit auch Andi in dem Jahr ist. Ja. Und ich meine, wenn man die Ergebnislisten aus den letzten Jahren studiert, dann weiß man, dass die Strecke im Andi auch liegt und er hier verdammt schwer zu schlagen ist. Und deswegen bin ich schon sehr happy, zumal ich jetzt hier auch nicht unbedingt mit absolut gewetzten Messer am Start gewesen bin. Also jetzt sage ich mal nicht perfekt erholt, Andi sicher auch nicht, aber mit stumpfem Messer zu kämpfen tut er manchmal besonders weh. Ihr seid aber gleichzeitig vom Rad gestiegen und dann hat ja der Kienle schon so ein bisschen das Messer ausgepackt. Ja, wie gesagt, das Messer war zwar nicht richtig scharf, aber dafür habe ich halt ordentlich zugehauen damit. Ja. Also klar, probiert man dann da gleich ein Statement abzugeben und damit entsprechend Autorität aus der Wechselzone zu laufen und gleich klar zu machen, dass es richtig wehtun wird, wenn da jetzt jemand anders das Rennen gewinnen will. Und dementsprechend hat es relativ gut geklappt, sage ich mal. Die ersten drei Runden haben sich schon ganz, ganz okay angefühlt und ich glaube, dann waren die Verhältnisse eigentlich klar. Am Anfang auf der Radstrecke war ein relativ großes Loch da. Kam da mal ein klitzekleines bisschen Zweifel auf? Naja, ich habe ungefähr 400 Rennen in meinem Leben gehabt, wo das Loch wahrscheinlich noch größer war. Aber ja, toll fühlt sich das natürlich nie an. Ja. Natürlich wäre ich gern mit der Spitzengruppe geschwommen. Und eigentlich war mein Start verhältnismäßig gut. War am Anfang ein bisschen Konfusion, um welche erste Boje wir jetzt eigentlich schwimmen müssen. Leider bin ich da ein bisschen den längeren Weg geschwommen. Das war nicht ganz so optimal. Aber ich war eigentlich ja bei 400, 500 Meter in der Gruppe. Und dann sollte man eigentlich nicht mehr reichen lassen. Also das wurmt mich schon ein bisschen. Aber da hat vielleicht einfach in dem Moment ein bisschen die Erholung und dann damit auch die Aggressivität gefehlt, da das absolut Letzte irgendwie zu geben, um in der Gruppe drin zu bleiben. Später habe ich dann dafür umso mehr dafür bezahlen müssen. Ja. Wie war es denn in dem doch ziemlich schlammigen Neckar mit Sicht und allem? Ja, ich sag mal, ich habe als Kind schon in ganz anderen Schlammlöchern gespielt. Also man muss immer sagen, wenn das Wasser dreckig aussieht, dann sage ich mal, den Dreck, den ich noch sehen kann, vor dem habe ich eigentlich keine Angst. Ich habe eher vor den Sachen Angst, die man nicht unbedingt sehen kann. Und da mache ich mir eigentlich nicht so die Sorgen. Es geht jetzt in Rot weiter, dieses Mal nicht Frankfurt, nicht die Ironman EM. Wie groß ist da jetzt schon, wie prickelt es da schon? Ja, jetzt im Moment denke ich da nicht dran. In einer halben Stunde fange ich dann wieder an Rot zu denken. Dann Prosit und noch einen Schluck Apfelschorle.